Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Minecraft in einer neuen Aufnahmesession. Die letzte Aufnahmesession ist jetzt nicht so lange her, gestern. Und ja, ich wollte diesen Tempel hier besuchen in der letzten Folge. Allerdings, pass auf, eine kleine Planänderung. Wir machen das anders. Also ursprünglich wollte ich ja eigentlich wieder nach Hause. So, da ich mir aber jetzt gesagt habe, so, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Da ich mir jetzt aber gedacht habe, das wäre eigentlich verschwendet, wenn ich jetzt hier einfach weitergehen würde. Vielleicht hier nochmal kurz den. Habe ich hier noch mein Boot? So. Okay. Pass auf, wir fahren jetzt zurück. Wir lassen den Tempel erstmal hinter uns, weil es gibt einen Grund. Ich muss nochmal kurz zurück, um zu gucken, ob das jetzt wirklich so ist, wie ich das jetzt noch in Erinnerung hatte von gestern. So, wir waren nicht hier. War das hier? Wir sind ziemlich relativ weit gelaufen. Und ich habe jetzt hier wieder keinen. So, perfekt. So, es wird gleich wieder dunkel. War das hier? Wir hatten noch hier eine Lagune, oder? War das hier mit dieser Lagune? Wir sind hier viel weiter gelaufen. Also wir kamen um die Ecke und da war so eine richtig schöne Lagune. Da habe ich doch den Screenshot gemacht. Hier ist er doch. Hier im Nö. Huch. Wie weit ist denn das weg? Okay, pass auf. Ja, wir gehen jetzt erstmal zurück. Beziehungsweise werden erstmal schlafen. Ich möchte das gerne hier bei Tag in Angriff nehmen. Ja, hier ist die Lagune. So. Und ich finde die so schön hier. So, pass mal auf. Kann man schlafen? Wunderbare Sache. Moment. Natürlich, wenn ich anfange aufzunehmen, kommen die ganzen Hustenattacken wieder. Hier ist ja auch diese Schlucht, die jetzt so nicht so tief aussieht. Beziehungsweise sieht tief aus, aber die führt irgendwie zu nichts. So, aber was ich machen wollte, die Leute, jetzt passt mal auf. So, ich muss jetzt irgendwo hin, wo ich mich sammeln kann, wo ich hier. Oh mein Gott. Okay, hier ist die Lagune. Ich würde gerne, weil wir jetzt ja so ewig viele Reisen gemacht haben, ja? Und wir haben so ewig weit sind wir gelaufen und wir haben es so oft versucht. Ich würde sagen, wir bauen hier ein Portal. Das heißt, wir schlagen jetzt hier erstmal ein Lager auf. Genau hier im Dschungel, damit es sich auch gelohnt hat. Diese ganzen Strapazen und so weiter. Wir werden hier ein bisschen abgelegen, vielleicht hier so auch wieder so am Wasser, wie es halt typisch ist für uns mittlerweile, dass wir hier ein Netherportal bauen. Ich werde hier irgendwo mir eine Base aufbauen. Ein bisschen ab von vom Netherportal, weil es ein bisschen störend finde ich, das Netherportal. Und Moment, oh mein Gott, das nervt kaum, ne? Mann, Mann, Mann. So, und dann würde ich ja, wie gesagt, hier irgendwo gucken, dass wir dann uns runtergraben, um ein bisschen Lava zu finden, damit wir uns hier am Portal gießen können. Base wird aufgebaut. Wir haben hier dann immer unseren Knotenpunkt, auch über den Nether, dass wir ihn immer wieder zum Dschungel zurückfinden. Weil ganz im Ernst, ich meine, wir haben jetzt wie viele Folgen? 14, 15 Folgen, wo wir echt nur gelatscht sind, ohne einen einzigen Dschungel zu finden. Ja, und ganz ehrlich, ich möchte das nicht nochmal machen. Ganz egal, wie viele Staffeln wir noch machen oder wie viele Folgen wir noch machen. Und deswegen möchte ich jetzt gerne gucken, wo wir uns jetzt erstmal hier die Base aufbauen. Und dann, vielleicht machen wir das hier so. Pass mal auf, ich habe eine Idee. Also ich wollte es ja eigentlich bei den Bäumen machen. Hier oben, wenn wir das hier oben machen, dann könnten wir auch ein bisschen abtragen, ein bisschen Sand abtragen, ein bisschen Erde abtragen. Dann hätten wir auch wieder ein bisschen Grundbaustoff. Ich gehe mal erstmal hier nach oben. Erstmal gucken, wie das hier ist. So, wenn wir dann nämlich hier die Base haben. Also ich finde, also schöner geht's doch nicht, oder? So, und dann haben wir auch immer wieder die Chance, eine Katze zu tamen. Irgendwann werde ich mit Sicherheit herausfinden, wie sowas funktioniert. Dann hätten wir auch endlich mal ein Kätzchen. So, hier im Rücken der Dschungel. Und dann hier so auf diese Anhöhe. Lass mich mal los. So, wenn wir die Bäume jetzt weghauen, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. So eine ganz sporadische Base. Dass wir die hier haben, dass wir dann hier in Schutz sind. Da hinten ist das Portal. Da hinten könnten wir uns diesen Tempel irgendwie näher betrachten. Und durchs Nether können wir immer wieder hier durch. Also ich finde das jetzt gar nicht mal so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, ne, das ist ja meine Idee. Wäre doof, wenn ich die
schlecht finden würde. Haben wir Erde? Natürlich nicht. Das erste, was ich brauche, ist eine Werkbank. So, ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Ich würde gerne hier irgendwie... Aber hier ist das zu spitz. Also für eine Base? Weiß ich nicht. Aber hier könnten wir dann eigentlich schon... Doch, klar, hier an dem... Oh, doch, pass auf, das wird super. Oh mein Gott. Oh, das ist genial. Also nicht ich bin genial, sondern die Idee ist nicht schlecht. So, wir werden jetzt hier mit Holz brettern. Erstmal natürlich... Oh, wie war das nochmal? Wie war das mit den Barrels? Also ich möchte keine Truhe, sondern diese Fässer. Ach komm schon, wie macht man die Fässer? Okay, pass auf. Wir schauen mal. Das ist, wenn man viel zu selten Fässer baut. Schade, dass man hier nicht... Doch. Fass. Hier ist es doch. Ach so, mit den Dingern. Alles klar. Okay, Moment. So, dann probieren wir das mal hiermit. Okay. Gut. Hier und hier, ne? So, und dann, wo sind die Bretter? Hier und hier. Richtig. So, ein Fass. Wir brauchen aber erstmal zwei. Perfekt. So, wie packen wir denn die? Also ich würde sagen, erstmal ein Fass hier hin, damit wir hier erstmal alles reinpacken können, weil das ist ja jetzt nun wirklich mein lieber Scholli, ne? Mein lieber Scholli, den hätten wir hier hin. So, per und Fact. Das ist weg, das ist weg. Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Das sowieso und das auch. Und ja, hier. So, ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal die grundlegenden Dinge gesichert. Das ist perfekt. Wir haben nur 48 Silber mit. Wieso sag ich Silber? Weil was ist denn das jetzt hier bitte für ein uralt Gronk-Relikt, dass ich jetzt zu Eisen-Silber sage? Alles klar. Okay, wunderbar. So, pass auf, ich brauche Werkzeuge. Ich brauche eine Schaufel, definitiv. Ich brauche eine Axt, habe ich. Im Grunde genommen habe ich jetzt alles, ne? Ach, die Musik. So. Okay, pass auf, das packen wir noch hier rein. Das Boot lassen wir erstmal bei uns. So, das wird wunderbar, Leute. Das wird richtig gut. Pass auf, das wird klasse. Alles klar. So hoch. Okay, wie machen wir das? So, wir haben da hinten. Pass mal auf, da hinten. Wir haben doch irgendwo noch normale Bäume, richtig? Ja, doch hier überall. Mal dazwischen. Hier oben. Haben wir hier oben normale Bäume? Gibt es auch normale Eichenbäume, die nicht gigantisch sind? Ja, das Problem ist hier mit dem Bambus, der wächst ja überall. Ich meine, was heißt Problem? Es ist zwar genial, aber irgendwie nicht. Komm hier nicht durch. So, ich hoffe, die Idee gefällt euch oder zumindest ist sie okay für euch. Denn, wie gesagt, ich habe mir mal wirklich Gedanken gemacht, es wäre dann wirklich sowas von not worse, wenn wir hier jetzt die ganze Zeit so viel auf uns genommen hätten und dann nur einmal kurz alles abstauben. Ich finde das auch ein bisschen lieblos und so ein bisschen undankbar. Ja, also ich denke mal, so ein Dschungel, den sollte man wirklich... Also ich liebe ja Dschungel mittlerweile, eben weil er halt so rar ist. So, wir müssen jetzt aufpassen. Wenn ich jetzt hier diese Bäume schlage, würde ich dann noch gerne den einen oder anderen Zeppling mitnehmen. Einfach nur, damit wir hier... Ich glaube nicht, dass wir hier in diesen Dschungel out of Zepplings kommen, beziehungsweise out of Eiche. Warum sage ich das auf Englisch? Was ist los mit mir? So, ist hier ein Baum oder ist das jetzt nur... Oh, das war... Das sah sehr nach... Egal. Das sah jetzt nicht nach Dschungelbaum aus. So, ich muss noch gucken. Ich schau mir das von hier an. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das mit der Base machen möchte.
Boah, das ist nicht leicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Doch, wenn ich hier so eine Art Plattform mache, drumherum, dann hätte man wieder ein bisschen mehr Platz, ohne dass ich den Berg abtragen muss. Die Lagune bleibt auch, aber nicht zu viel. Das ist wichtig. Und ich möchte das, wie gesagt, tatsächlich mit einem normalen Eichenstamm machen. Schon wieder ein. Merkwürdig. So. Jetzt gehört das noch hierzu. Muss ich das auch welche machen? Boah, ich habe keine Ahnung, ne? So, und schon wieder eine Musik, wo ich voll die Probleme mit YouTube kriege. Du darfst nicht monetarisieren, ne? YouTube, halt's Maul. So. Haben wir denn schon irgendwo einen Setzling? Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass wir hier einen Mangel haben an Eichen. Aber ich hätte gern trotzdem schon mal einen Setzling. Irgendwie, warum, weiß ich nicht. Ha! Das hat sich doch sehr nach Eichensetzling. So, das Fundament ist gegeben. Das ist nur normale Erde, die jetzt sehr merkwürdig aussieht. Aber es ist halt Dschungelerde. Das irritiert ein bisschen. Lass mich doch mal hier los. Ich möchte der Höhe, wie gesagt, es soll nicht viel werden. Ja, ich muss mal gucken, auf welche Höhe möchte ich denn jetzt hier. Ich glaube, ein paar muss ich aber dann doch schon abreißen. Ich glaube, da bleibt mir nicht viel über. Alter! Wo habe ich denn jetzt meine? Ach, hier! Mein Gott! So, erstmal hier in ein Fäckelchen. Im Stürmchen. Bleiben wir auf der Höhe? Muss mal gucken. Also es wäre eigentlich besser, wenn wir ein bisschen weiter höher sind. Fände ich jetzt. Ich weiß noch nicht, auf welche Höhe es am besten wäre. Wäre diese Höhe am besten? Doch, oder? Ich fände diese Höhe wäre optimal. Stelle ich mal hier so ein Fäckelchen hin. So, wo ist das Bett? Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal wieder schlafen. Tatsache. Tja, dann ist es halt wirklich so, wie wir es gesagt haben. Wir bauen uns hier ein schönes kleines Basekit. Wie mache ich das auf welcher Ebene so? Also mache ich dann diese Ebene? Dann bleibe ich dann so. Halt auf dieser Ebene. Alles klar, pass auf. Nee, Eiche brauche ich. Das wird jetzt erstmal ganz primitiv. Hauptsache, wir haben ein bisschen was. So, hier auf dieser Ebene möchte ich gerne. Ja, wie gesagt, das muss leider weg. Das muss weichen. Okay, das können wir hier drauf. So, zack, zack und zack. Ich würde sagen, das geht bis zum Baum hin. So. Dann bam, 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 bam. Okay, wunderbar. Bauen jetzt hier erstmal einfach so ganz wild eine Ebene. Perfekt, dann haben wir auch hier den Baum. Dann könnten wir eventuell auch hier irgendwo ein Loch machen, dass wir dann hier die Ranken runter können. Aber noch ist das nicht wichtig. Wir lassen den Baum jetzt auch einfach so. Wir bleiben jetzt erstmal hier auf dieser Ebene. Ja? Wir versuchen jetzt halt die Natur zu warnen, dass wir keine Bäume fällen müssen. Einfach nur, damit wir uns hier weiter fortbewegen. Sieht von außen weiß ich nicht aus. Aber das wird schon. Hauptsache, wir haben. Ne? Gut. So. Dann können wir auch gleich die Fässer und so weiter hier auf diese Ebene verlegen. So. So, Skabadusch. Skabadusch. Oh, das war's schon. Ja, das habe ich mir gedacht, dass das schnell geht. Okay, ich würde sagen, das ist perfekt. Genau auf diese Höhe. Ja, so ein bisschen weiter, vielleicht hier noch. Ja, ich würde sagen,
Das wird erstmal ganz klobig und eckig und kantig. Ne? Also nicht wundern, nicht sagen, boah, Alter, ist das hässlich. Ja, das ist mir schon klar. Das wird noch alles. Du bist noch nicht so geplant, also weg mit dir. Was ist das eigentlich für ein. Die Siedler 3? Nun, hä? Ist mir noch nie so aufgefallen, das Lied. Merkwürdig. Ich hätte jetzt mehr so auf Sims 3 gewettet. Okay. So, und hier auch nochmal. Okay, wir müssen jetzt weitermachen. So, gehen wir einmal runter und gucken uns das mal von der anderen Seite an. So, mache ich das so, dann geht das halt ein bisschen besser. Ja, hättet ihr jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt hier tatsächlich ein Base aufbauen will? Ja, doch, das ist nicht zu auffällig. So, wenn wir das dann so haben. Ach, das wird super. Das wird richtig gut. Dann machen wir es so außenrum ein bisschen weiter. Dann kommen wir hier noch so Stützbalken runter, damit das halt ja, natürlich physikalisch jetzt auch nicht ganz so schief aussieht. So, Leute. Ich brauche. Ja, ich brauche Baum. Baum? Hallo Baum? Ha, gut. Du bist mein. Wow. Du bist der Baum, den ich wollte. Wunderbar. Es gibt doch wohl mehr Bäume hier. Troll mich nicht. Also mehr Eichenbäume. Ich muss doch nicht jetzt schon pflanzen, oder? Ich bin doch hier gerade vorbei. Ich hab's doch gesehen. Hier, da bist du. Du kleiner frecher Baum, du. So. So, wenn wir dann tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, wenn wir jetzt hier. Wir müssen. Ja, in dieser Folge werden wir das nicht mehr schaffen. Wir müssen ja tatsächlich durch den Nether. Ich weiß nicht, wo wir im Nether dann sind, aber je mehr Connections wir haben, das wird halt richtig interkontinental hier, ne? Diese ganze Verbindung und so weiter, das finde ich gar nicht mal so schlecht. So, hier ist auch noch. Die sind so verdammt groß. Pass auf, ich muss irgendwo gucken, dass ich eine Grünfläche finde, wo auch einigermaßen Platz ist, sodass ich da Bäume anpflanzen kann. So eine kleine Baumplantage. Wisst ihr, was ich meine? Dass wir hier vielleicht ein bisschen. Oh, das sind so viele Bäume, die ich kappen müsste. Das ist nervig. Und die Bambusdinger wollte ich eigentlich jetzt nicht wegmachen, wenn ich ehrlich bin. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Ist doch gemein, ey. Wo ist das viel? Ich entdecke gerade selber, also nicht wund oh, nicht wundern. Guck mal hier. Da könnte man mit ein bisschen Glück, wenn wir uns hier reingraben, tatsächlich sogar auf eine Höhle stoßen. Oh, das wäre die Megabasis. Unsere Dschungelbasis. Ich freue mich voll. Ohne Witz. Ach, guck mal hier, hier ist ein Baum. Burp. Deswegen, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, in der letzten Folge, als ich hier die ganzen Bäume geschlagen habe und auch versucht habe, nebenbei eine Katze zu zähmen und so weiter, ich war nicht. Melone! Ich war nicht glücklich. Komm mal her, Melone. Alter, wie viel Glück kann man haben? Ich war nicht glücklich. Habt ihr gemerkt, oder? Ganz einfach, weil es ja halt wirklich so ist. Ey, ich könnte hier auch. Oh, ich sollte hier sogar, ne? Sollen wir das unten machen? Oder da vorne, dass wir hier so ein kleines, ein kleines Weizenfeld anlegen. Müssen wir ja. Wir müssen ja irgendwo von irgendwas leben. Und so viele Tiere gibt es ja hier nicht. Ich würde sagen, das wäre gar nicht mal so dumm, die Idee. Müssen wir mal machen. So. Alnatura, wir müssen jetzt hier leider ein bisschen aufräumen. Sorry. So viel brauchen wir eigentlich gar nicht. Meine, wir sind ja eigentlich genügsam. Dennoch möchte ich jetzt aber auch nicht so eine Mini-Base haben. Ich würde schon ein bisschen expandieren. So, vielleicht so. Ja, Minimum so. Ja. Minimum. Ach, komm schon. Geh mir nicht auf die Nerven. Dankeschön.
Oh mein Gott. Das hätte ich nie gedacht. Aber jetzt mit dieser Idee im Kopf und mit dieser Umsetzung, wir machen das ja gerade, da finde ich auf einmal, dass die Reise sich richtig gelohnt hat. Und vielleicht, wir haben ja, falls ihr euch noch erinnert, tatsächlich, oh, wir müssen hier noch einen weitergehen. Minimum. Wir haben ja auch hier gar nicht allzu weit entfernt, nur ich weiß nicht mehr wo, dieses Lehmbiom. Erinnert ihr euch noch? Mit diesen vielen ja, Minen und Schienen und so weiter? Kätzchen. Jetzt will ich auch nicht mehr. Geh weg. Vielleicht, ich muss mal gucken in den alten Folgen, ob ich da noch irgendwelche Koordinaten habe, dass wir dann vielleicht da uns auch hinconnecten können. Schon wieder kein Holz. Also das finde ich richtig klasse. So, wunderbar. Alter, nicht übel. So, wo ist mein Bett? So, das Bett kommt selbstverständlich. Wie soll es denn anders sein? Hierhin. So, schlafen kann ich selbst verfreilich noch nicht. Aber Alter, ist das schön. So, dann machen wir einmal hier so einen Screenshot, denn wir sind wieder über der Zeit. Liebe Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge, vielleicht checken wir dann mal da halt den Tempel aus. Ich muss dann auch gucken. Und wie gesagt, mit dem Weizenfeld, das müssen wir auch noch anlegen. Wir müssen da hinten, da ist die Schlucht. Vielleicht könnten wir die wirklich für unsere Vorteile nutzen. Da mal so ein bisschen da war, wenn man sich da reingräbt. Oh, das wird toll. Oh, das wird. Oh, ich bin da richtig hyped drauf. Richtig hyped. Oh mein Gott, liebe Leute. Gut, das war's für diese Folge. Ich hoffe, wir sehen uns nächste. Ich würde mich freuen und bis dahin alles Liebe und alles Gute. Tschüss.